gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, Ihnen die Präsidenten der einzelnen Kammern bekannt zu geben. Kraft Gesetzes übernehme ich selbst die Führung der Reichskulturkammer insgesamt. Kraft. Kraft der mir im Gesetz verliehenen Vollmachten ernenne ich zum Vizepräsidenten der Reichskulturkammer Staatssekretär Walter Funk. Für die Reichsmusikkammer zum Präsidenten Generalmusikdirektor Dr. Richard Strauss. Zum Mitgliedern des Präsidialrates Generalmusikdirektor Staatsrat Dr. Wilhelm Furtwängler. Professor Dr. Paul Gräner, Präsident der Akademie für Musik Professor Dr. Fritz Stein, Professor Gustav Havemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Reichskartells der Musiker Heinz Nieder. Für die Reichskammer der Sehr verehrter Wilhelm Furtwängler, 10 Jahre etwa mögen vergangen sein, seit wir zuletzt miteinander korrespondierten. Ich erinnere mich, dass Sie damals glaubten, ich täte Ihnen Unrecht, als ich eine Neigung zum virtuosen Spiel bei Ihnen zu spüren meinte. Dass solche nicht in Ihrer Absicht lag, wusste ich, gleichwohl war sie da. Ich wehrte mich gegen das, was meiner Überzeugung nach am Endpunkt einer solchen Linie stets stehen muss und wird, die Aufführung als Selbstzweck. Ihr Weg, damals noch gar nicht so freiliegend, hat seitdem in unerwartetem Anstieg zur Höhe geführt. Ich freue mich darüber, zunächst, weil ich zu denen gehörte, die ihre Begabung erkannten und die ihr gebührende Stellung forderten, als sie noch keinen Weltkurs hatte. Ich freue mich auch deshalb, weil Sie den Platz, an dem Sie heute stehen, nämlich den des ersten deutschen Dirigenten, der Leistung wie der Persönlichkeit nach wirklich verdienen und auf absehbare Zeit behaupten werden. Sie stehen außer Wettbewerb, denn wie auch der Fanatismus einzelner Gruppen diese oder jene andere Persönlichkeit hervorheben und ihr einen Sonderaltar zu bauen suchen mag, so wird dies Ihnen keinen Abbruch tun. Andere Dirigenten unserer Zeit sind Spezialisten, dieser ein Besessenheits-, jener ein Sensibilitätsspezialist, ein dritter paradiert mit der Leichtigkeit seiner manuellen Technik, die ihm erlaubt, bei Proben den Rock lose über die Schulter zu werfen, ohne dass er herunterfällt. Es gibt noch immer die verschiedensten Arten, sich in Respekt zu setzen. Bei Ihnen ist mir erfreulicherweise bisher keines dieser Kunststücke aufgefallen. Dass Sie zumeist auswendig dirigieren, ist angesichts der mühevollen und eindringlichen Art Ihrer Vorbereitung nicht verwunderlich und kaum darauf berechnet, zu épater les bourgeois. Sicher haben Sie jenen Terror der Besessenheit ebenso in sich wie jene andere Feinnervigkeit und schließlich die manuelle Fertigkeit. Aber Sie verbinden und bändigen dieses alles in sich, ehe es nach außen vor das Auge des Zuschauers tritt. Ich will keinem Ihrer Dirigierkollegen Unrecht tun, nur ein Verhältnis kennzeichnen, wenn ich sage, die anderen beherrschen Provinzen. Sie sind der Souverän. Sie sind eben nicht nur Dirigent, auch nicht nur Musiker oder Bekenner. Sie sind ein Mensch geistiger Grundhaltung. Sie dirigieren und sie musizieren nicht, sondern sie stellen dar und zeigen. Sie schauen mit dem Ohr und vor uns entsteht eine lebendige Gestalt, die wir wiederum mit den Augen des Ohres oder sagen wir mit der Fantasie des Ohres erfassen. Dazu steht Ihnen in dem Berliner Philharmonischen Orchester das schönste Instrument zur Verfügung, das die heutige Welt dem Dirigenten zu bieten hat.
Das Schönste deshalb, weil es ebenfalls nicht nur eine ideale Qualität der Technik und klanglichen Materie darstellt, sondern darüber hinaus die bedingungslose Hingabe und den Willen zur Vergeistigung des Klangbildes mitbringt. Thank you.